Ja, willkommen zurück. Wir sind unterwegs zu einer wildgelaufenen Kuh oder Kühe. Wagen 1 zur Leitstelle. Kommen. Wagen 1 hört. Ich habe inzwischen genauere Informationen für euch. Laut Melder macht eine Kuhherde die Straße unsicher. Das scheinen nicht gerade wenige Kühe zu sein. Verstanden. Ja, wir sind unterwegs zu dieser Kühe. Wir sind schon dabei. Ich wollte euch noch schön begrüßen, aber da hat die Leitstelle schon wieder dazwischen wo? Immer diese Filmsequenz plötzlich. Da, die Kühe sehen noch friedlich aus. Oder ist es nur eine einzelne? Ah, jetzt sehen wir vielleicht, was passiert ist auch. Ah ja, mit Handy im Telefon, mit am Ohr. Ach, jetzt sehen wir, was erst passiert ist. Okay. Jetzt fahr mir doch nicht in den Kofferraum. Oh je. Das gäbe viele Burger. Was wird das denn? Kannst du nicht fahren oder was? Mensch, pass doch auf, das ist gefährlich. Nur so eine Olle, die für die Autobahn viel zu langsam fährt. Hey, ich wollte noch sagen, dass... Lustig mit Musik. Ja, sehr gut in Szene gesetzt. Finde ich klasse. Jawohl, die Kuh kraut auf ihrem Maiskolben rum. Genau. Oh, mittlerweile ist die ganze Herde raus. Ja, nun wird Zeit, dass wir ankommen. Jetzt kriegen wir bestimmt gleich wieder das Steuer. Da sind wir schon unterwegs. Wagen 1 zur Leitstelle. Der Einsatz ist gerade dringlicher geworden. Es kam zu einem Unfall wegen der Tiere. Wie viele Personen sind beteiligt? Unbekannt. Wie weit seid ihr entfernt? Sind fast vor Ort. Wir melden uns wieder. Na, es gibt also wieder eine Position, wo man halten muss. Na, okay. Wir sind da. Ja. An die Arbeit. Sagst du so leicht. Was machen wir jetzt mit den Viechern? Nicht provozieren. Am besten sichern wir zuerst mal die Unfallstelle ab. Das hält die Kühe ganz sicher auf. Spaßvogel. Ich finde heraus, wem die Tiere gehören. Und du befragst in der Zeit die Unfallbeteiligten. Ich stoße gleich dazu. Und pass auf, Tiere sind unberechenbar. Wird gemacht. Ja, okay. Unfall müssen bestimmt aufgenommen werden. Unfallsicherung, Unfallfotos, Unfallskizze, Beweissicherung, Befragung, dann, ja. Markierte, auf der Minimap markierten Bereich, okay. Ah. Kofferraum legen dann F und Leitkegel raus. Ja, okay, und die Warnweste. Okay. Dann gucken wir gerade mal, wo sind wir? Ah, da. Nein! Kein, okay. Ich wollte noch gucken, okay, da kann man was sehen angeblich, da werden wir gleich sehen. Und dann kann man schon mal, hier mach schon mal den Wassereingang. Ah ne, das war bei der Feuersimulation. So, oje, nimmt er immer nur einen? Er nimmt immer, er hat da mehrere in der Hand. Gut. Clever mitgedacht, so. Ja, lass ja ruhig, oh, das ist ja, oh, das wird wieder so ein, wo ich dann denke, oh, kann das nicht schneller gehen? Die drei reichen, oder? Leg den weg jetzt, ja, okay. Die Warnweste, genau. Da war was. Sehr schön. Mal eine Kuh streicheln. Oh, oh, nicht von hinten. Na, du bist ja eine Schöne. So ruhig und so besonnen. Von dir könnte sich mein Partner ruhig eine Scheibe abschneiden. Du hast ja recht. Natürlich nicht im wörtlichen Sinn. Verschwinde zurück. Du bleibst schön in einem Stück. Niemand schneidet sich irgendetwas von dir ab. So. Guten Tag, Herr Weiß, richtig? Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Und ob ich das kann? Guter Tag, von wegen. Ich hab's eilig, bin auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting und dann steht plötzlich dieses Viech vor mir. Sie sind also wegen der Kühe verunfallt. Wie genau ist das passiert? Na wie wohl.
Diese blöde Kuh war urplötzlich da. Ich bin zu Tode erschrocken und habe das Lenkrad verrissen. Kühe tauchen nicht einfach urplötzlich aus dem Nichts auf. Wir stellen ihnen ein paar Fragen, dann erfahren wir sicher mehr. Ich denke, sie waren zu schnell unterwegs und dann sind sie urplötzlich vor den Kühen aufgetaucht. Die armen Tiere waren sicher bereits vor ihnen auf der Autobahn. Zu hohe Geschwindigkeit führt häufig zu Unfällen. Wollen Sie mir jetzt auch noch sagen, ich wäre selber schuld? Schnell zu fahren ist auf der Autobahn doch wohl erlaubt. Wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, trifft das zu. Allerdings kann Ihre aggressive Fahrweise zu dem Unfall geführt haben. Ich bin nicht aggressiv gefahren. Die Sache gefällt mir nicht. Irgendetwas sagt mir, dass das noch nicht die ganze Wahrheit ist. Aus dem bekommen wir jetzt allerdings nichts mehr heraus. Wenn er nochmal auf der Wache verhört wird, erzählt er hoffentlich dann die ganze Geschichte. Sprich mit Beteiligung sicher den Unfall. Da muss man noch was machen, na klar. Jetzt habe ich es vergessen. Gut, egal. Guten Tag. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen? Natürlich. Gut, dass Sie endlich hier sind. Was ist hier passiert? Der Kerl da vorne ist passiert. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand ernsthaft verletzt worden ist. Da sind wir ganz bei Ihnen. Sollten Sie auch. Der Typ ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Den sollte man gar nicht mehr hinters Steuer lassen. In diesem Sinne, helfen Sie uns doch bitte bei der Aufklärung des Unfalls. Meinetwegen. Zum Geburtstag meiner Schwester komme ich jetzt sowieso zu spät. Da machen die paar Minuten keinen Unterschied. Dabei bin ich extra früh losgefahren. Haben Sie gesehen, wie sich der Unfall ereignet hat? Nein, leider nicht. Ich hab's nur krachen gehört, kurz nachdem mich der Typ überholt hat. Und dann waren da auf einmal überall Kühe um mich herum. Wir werden den genauen Ablauf ermitteln. Keine Sorge. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ja, was ich sagen wollte, ja, von wegen, er hat gesagt, wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung ist, ja, dann kann man fahren, wie man will. Trotzdem sollte man, das wird oft immer gerne übersehen, aber es gilt eine Richtgeschwindigkeit von 130. Das heißt, alles, was drüber erlaubt ist, kann natürlich dann auch passieren, dass, ja, wenn es zum Unfall kommt, dass das auch mit belastet wird. Aber tatsächlich ist es so, man kann schon unbegrenzt fahren, aber die Richtgeschwindigkeit von 130 ist halt eine empfohlene Geschwindigkeit natürlich auch, klar. Aber ganz so ist ein Raserland auch schon wieder nicht, ne? So, Fotos, mache ich erst Fotos jetzt oder was? Da war da was mit der Karte? Ich dachte, das wird hier angezeigt. Achso, Foto muss ich wahrscheinlich zur Fotokamera als Marole gehen. Da ist Stau, ja, das kennt man. Bestimmt alles hier im Kofferraum drin. Weste, Hütchen, mehr kann hier nicht angezeigt werden. Ah, das ist, wenn ich die Alt-Taste drücke, da werden so Symbole. Bis mein. Junge, ich habe keine Ahnung, wie ich ein Foto machen soll. Das ist irgendwie noch nicht so kompliziert. Ja, komm, geh zurück auf die Weite. Oh, ich habe noch keine Ahnung. Da war doch dauernd ein Handsymbol, aber ich komme nicht dazu. Die Kuh dreht ja weg. Streichelzeit. Aha, wir machen es also gefühlvoll. Ja, und dann heißt das, die geht zurück. Hilft das schon? Nee. Streichelzeit schon wieder. Also ich bin echt am überlegen, ich würde dir gerne ein Foto machen oder sowas, ja, aber wie? Ja, Mann, ist dann eine Kamera hier drin? Jetzt gehe ich wieder in den Kofferraum, ne? Aber irgendwo muss doch was sein. Ja, nur ein Stück zurück, dass man was sieht und dann die Alt-Taste drücke.
Ja, das... Aber Vorderbahn sehe ich da keine. Ah! Ich dachte... Ach, das ist ein Symbol zum Wegklicken oder sowas. Das X. Einfach nur X. Einfach nur X. Das sieht ja schon mal gut aus. So, okay. Dann können wir hier auch Fotos machen. Würde ich doch von hier machen. Ne? Ich persönlich würde sogar noch ein Selfie machen, ne? Dass ich mit auf dem Bild bin. Ein schönes Lächeln, so für Instagram oder so. Heißt das, dass jetzt... Ah, dass es, bis es grün ist, okay. Eine Kuh? Für die Weihnachtsfeier auf der Dienststelle? Ah, die Teile, wo da rumliegen, die müssen auch noch fotografiert werden. Okay. Was ein Fotosound. Das ist ja. Ah, da. Sein Handy als Beweis, genau. Wobei, das muss ja nicht heißen, dass er damit telefoniert hat, wenn es so da liegt. Ja, das ging jetzt irgendwie nicht. Ich stopp es näher. Oder hätte ich das nur, ja, nur untersuchen? Na, was haben wir denn da? Ein Handy? Das nehme ich mal als Beweis. Er hat ein Handy dabei. Ich meine, das hätte ja auf dem Seite Beifahrersitz einfach nur rausfallen können oder sowas, ja. Ist ja nicht der Beweis, dass es... Aber das kann man ja dann feststellen. Nee, das war... Bin ich jetzt zu nah dran oder was, oder wie? Da. Oh, jetzt müssen wir auch zeichnen oder was, ne? So. Also, schauen wir mal. Das ist jetzt dieses Fahrzeug. Ja. Greifen? Was greifen? Das ist schon mal richtig, ja. Hä? Wrackteile 2? Ah. Warte. Ich verstehe gerade nicht, wie ich das... Muss ich den da nehmen oder wo soll ich da was nehmen? Hä? Was drehen? Noch einmal. Also wir stehen hier, das steht da hinten, okay. Leute, ich weiß nicht, da steht greifen und bewegen. Ja, aber wie? Ach, da. Drehen. Ach so, drehen. Die steht so ein bisschen so. Und eine schon ein bisschen außerhalb, ne? So, weiter zurück. Das sieht schon mal gut aus. Ah, jetzt haben wir es. Der ist schon drin, da ist er schon da. Eigentlich ein bisschen auf dem Kopf fliege, gut, das geht jetzt nicht. Die Wrackteile. Jetzt haben wir den Auspuff. Der liegt ungefähr hier. Das kommt hin. Und dann haben wir der Auspuffstück. Der lag, glaube ich, da vorne. Oder lag der hinten dran? Nee. Da vorne lag er, genau. Okay. Das hätten wir wohl alles gemacht. Verlorene Ladung, nichts. Okay, schließen. Ja, Befragung geht weiter, das ist klar. Unter Geständnis, Beweise, Aussage. Okay. So, mein Freund. Sichere den Unfall, das ist auch noch nicht fertig. Sprich mit dem Partner.
Na, sprechen wir erstmal mit ihm, komm. Die Tiere gehören einer gewissen Janina Neudorf. Die Wache hat sie kontaktiert. Sie dürfte jeden Moment hier eintreffen. In Ordnung. Was machen wir so lange mit den Kühen? Die schicken wir jetzt dorthin, wo sie hergekommen sind. Sicher, weil so eine riesige Kuh bestimmt auf uns hört. Du sollst sie nicht bitten, sondern scheuchen. Aber vielleicht hilft es auch, wenn du ihnen Komplimente machst. Du hast doch eine solch schöne Stimme. Oh ja, komm. Ich hören sie bestimmt. Ja. Das stand aber nicht in meiner Berufsbeschreibung. Du schaffst das. Auch noch bezahlt. Ich laufe ihm die... Ja, diese Richtung ist schon mal nicht so günstig. Halt. Na los! Ah, jetzt hat er schon... Stopp. Na los! Gleich stritzen dahinter aus und dann... Bin ich wieder 6 Monate krankgeschrieben. Kollege, der hält nur das Tor auf, oder was? Das ist auch klasse. Boah, das geht das auch noch zeitlich. Das gibt's doch gar nicht. Oh, du schaffst das. Die ist schön gesprungen gerade eben. Oh, die ist noch am weitesten weg dahinter. Komm, die hole ich jetzt zuerst. Erstmal gemütlich dran vorbeilaufen. Nein, bloß nicht springe hier. Kusch! Jawohl, und auch wie die drüber springen. Hast du mal über einen Jobwechsel nachgedacht? Ja. Willst du mich loswerden? Definitiv. Nein. Aber bei der Polizei verschwendest du eigentlich total dein Talent. Oh, noch eine Minute, das schaffe ich ja nie. Und vor allen Dingen, warum muss ich das alleine machen? Nein, nicht diese Richtung, komm. Kusch. Komm, 2 auf einmal, jawohl, hopp. Jetzt aber auf, komm. Immer wenn ich eine Aktion mache, bleibt der stehen, das gibt's doch nicht. Boah, das war ja ein Schnellstart. Jetzt komm. Sei ein braves Mädchen. So, die haben wir auch geschafft. Du schaffst das. Boah, noch 30 Sekunden. Jetzt lauf nicht da runter. Komm da hoch. Ich glaube, die läuft jetzt weiter. So, kommt die nächste schon hole. Du bist der geborene Kuhhirte. Willst du mir etwa den ganzen Spaß alleine lassen? Natürlich. Nein. Komm, wir haben keine Zeit mehr. Da hoch. Großartig. Komm, lauf jetzt. Oh. Hoffentlich kommt jetzt der Einsatz gescheitert, ne? Also. Frau Neudorf, auf Sie haben wir gewartet. Können Sie uns erklären, weshalb Ihre Kühe über die Autobahn spazieren? Um Himmels Willen, das darf doch nicht wahr sein! Wie ist das denn passiert? Sagen Sie es uns. Von alleine haben es die Kühe sicherlich nicht von ihrer Weide geschafft. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Es ist mir ein Rätsel, wie die Kühe entkommen sind. Nun, etwas wird schon die Ursache sein. Denken Sie ein wenig darüber nach und kommen Sie dann in den nächsten Tagen zur Wache. Dort nimmt man ihre Aussage auf. Boah, finde ich das ein bisschen schräg. Ich kümmere mich sofort um die übrigen Tiere. Ein bisschen schräg, würde ich sagen. Ne? Also man hätte ja vielleicht auch bemerken können, okay, der Zaun ist kaputt gegangen oder irgendwas. Aber das finde ich jetzt, ob das wirklich so abläuft. Also meine Güte, ne? Klar, muss festgestellt werden, warum Kühe oder warum können Tiere sich befreien. Objekte auf der Straße gefährden Verkehr, hebe sie mit F auf. Das war ja klar. Nimm den Besen. Jawohl, wir machen die Straße richtig sauber. Ah, RTW ist auch da, okay. Das muss jetzt zuerst gemacht werden wahrscheinlich, ne? Sonst, weil irgendwie... Oh nein, die Kuhfladen, oh nein! Und die fliegen drumherum, oh nein!
Du kannst nichts. Brauchst du erst den Besen. Ist der auch da drin oder was? Nee. Doch, da ist er doch, aber. Wie komme ich da hin? Ah, da. Ah, da muss man die Kamera gut dabei drehen und da ist mir die Handsymbol. Okay, wir haben mal ein bisschen Scheiße, ne? Ja, also ich habe jetzt keine Ahnung, wie soll das dann gehen? Ach, gedrückt halten, ja. Und der Besen kommt ja wieder ins Auto. Der wird schön riechen. Jetzt haben wir ja gerade Juni und wir kommen ja oft an die 30 Grad Grenze im Moment. Das wird bestimmt sehr angenehm im Auto. Verlasse das Einsatzgebiet. Sicher, der Unfall ist immer noch nicht fertig, aber was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Oh, den Besen zurücklege. Was gibt es denn da noch? Da gibt es die Hütchen, Weste, Besen. Das heißt, verlasse das Einsatzgebiet. Sichere den Unfall. Gibt es eigentlich irgendwo... Mission abbrechen, Vordersmodus, alle Optionen. Hilfe. Ne, Grundlagen würde ich nicht für Unfall... Fotomodus, haben wir ja Unfallort, ist der Suche. Farblich vorgestellt, sind sie raus. Grün wie viele, in Fotomodus ist oder fotografiert. Boah, da gibt es viel zu lesen, aber sichere den Unfall, da fehlt noch etwas, aber muss ich da vielleicht doch was aufheben. Ne, kann ich nichts machen. Eigentlich muss ich mit dem Typ... Ach, das ist ja noch eine Kuh. Warum die denn jetzt hier? Mit dem Typ kann ich auch nicht sprechen. Mit dem gibt's aber doch zu sprechen. Das, irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen... Aber die Alt-Taste hilft uns doch weiter. Ja. Also die Kuh muss definitiv weg. Streichelzeit. Ja, super. Oh, jetzt streichelt die Kuh nicht. Nee, jetzt streichelt. Das gefällt dir wohl. Oi, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Die Besitzerin ist da, wir haben alle Kühe drin gehabt und jetzt läuft schon wieder eine Kuh rum. Kuh ist blau, ja. Also das ist etwas, was ich im Moment tun müsste, aber ich kann nichts tun. Ja, vielleicht doch. Jetzt, komm, komm. Ich kann nicht rufen, ich kann nicht pfeifen, ich kann nur streicheln, kann ich im Moment. Ist das schon wieder so eine Art Bug? Oh, jetzt komm, verschwind. Lauf da hoch.
Mu, du hast 5 Kühe gestreichelt. Da haben wir gerade eben eine Belohnung bekommen. Super. Ach, das gibt's nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Sowas nervt. Sowas ist quengelig. Ne? Ich will doch weiterkommen, Mensch. Kann man irgendwo was sehen? Ich schaue hier alle Menüs durch und so weiter. Ich versuche irgendwie festzustellen, auf der Karte da was drin. Nee. Oh. GmbH-Unfall, Verkehrskontrolle. Ja, das ist, hilft mir alles nicht weiter im Moment. Fotos haben wir gemacht. Da wird auch nichts angezeigt, was ich jetzt machen könnte. Aber sichere den Unfall. Da irgendwas habe ich hier vergessen scheinbar. Krankenwagen steht da rum. Was ist das eigentlich für ein Auto? Wo kommt das Auto her? Was habt ihr für uns? Es gab einen Unfall durch... nun ja... Kühe. Exakt. Kühe. Ein Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und hat deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er hat sich überschlagen und ist verletzt. Aber den Kühen geht es gut? Die haben vielleicht den Schock ihres Lebens gehabt, aber sonst geht es ihnen gut. Gut, dann sehen wir uns jetzt den Verletzten an. Wie nett, alles fragt sofort, deine Kühe geht's aber gut. Das ist ja eine verletzte Überschlage. Was? Hä? Hä? Privat? Was? Wir sind dran. Hi, du bist neu, oder? Aha. Dasselbe wollte ich dich gerade als fragen. Ich wusste Katrin es doch. Katrin hat bei den Sanitätern angefangen, während du wegen deines Unfalls ausgefallen bist. Du bist der, der den Unfall wegen dieser Raser hatte? Wie schrecklich. Das war ich, ja. Aber wie du siehst, geht's mir mittlerweile wieder gut. Ohne die Hilfe deiner Kollegen wäre ich vielleicht nicht so glimpflich davongekommen. Das ist echt furchtbar. Also nicht, dass du rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen bist, aber was da geschehen ist. Was hast du denn bislang so erlebt? Ist der Job so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja und nein, um ehrlich zu sein. Es ist schon hart, an einem Unfall anzukommen und Menschen zu sehen, die so offensichtlich leiden. Tja. Wir sind zwar meist zuerst da und übernehmen die Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus, aber wir wissen nie, ob unsere Mühe nicht umsonst war. Das ist wahr. Aber immerhin gebt ihr Schwerverletzten die Chance, wieder zu genesen. Sieh mich nur an. Das ist tatsächlich aufbauender, als du vielleicht glaubst. Einfach für die Menschen da zu sein, die Hilfe brauchen, ist das Wichtigste. Deshalb tue ich das hier. Das ist eine sehr noble Einstellung. Nee, ich denke, wir werden gut miteinander auskommen. Das will ich doch schwer hoffen. Ich organisiere nämlich auch gern kleine Treffen in der Freizeit. Ich frage Stefan schon seit einer ganzen Weile, ob er nicht mal mitmachen will. Aber er lehnt mitmachen will? Treffen in der Freizeit? Ich bin einfach beschäftigt. Du musst dir dafür ja nicht gleich eine ganze Woche Urlaub nehmen. Sie hat kleine Treffen gesagt. So viel Zeit kannst du doch sicher mal erübrigen. Mal sehen. Kleine Treffen. Immerhin schon mehr, als ich aus ihm rausgekriegt habe. Klingt sehr schmutzig, kleine also, Treffen. Ich muss dann mal wieder. Man sieht sich. Ja, würde ich auch sagen. So. Das ist das Einzige, sollen wir jetzt wieder fahren oder was? Oder wie ist das das? Es ist das, was die von uns wollen. Aber der Typ, der muss doch bestraft werden. Der muss doch... Oh, die Kuh schon wieder. Achtung. Wir, Moment, also nur mal zusammengefasst. Also wir haben von dem Typ, der ja offensichtlich den Unfall verursacht hat, keine Personalien. Wir haben gar nichts aufgenommen. Wenn ich jetzt wirklich in das Auto einsteigen muss und wieder fahren muss... Tatsächlich... Und da ist es wieder, ne? Der Teiltreue. Und die Hütsche? Das kann niemals stimmen. Türen sind blockiert. Oh, das kann... Beste Reihenfolge nicht eingehalten worden. Okay, Handy gefunden. Okay, nicht erfüllte Bonusaufgabe, nicht erfüllte Bonusaufgabe. Mit Randosette gesprochen, Straße geeinigt, ja, immer noch, außerdem haben wir privat gequatscht, ne, das ist natürlich auch blöd. Hat aber ziemlich, Mission aber abgeschlossen. Hm.
Naja, okay. Bin ich so ein bisschen semi-professionell zufrieden damit. Ja, die Garage, ja. Okay. Müssen wir das jetzt selber reparieren? Ah, ich dachte schon, wir wechseln jetzt zum Car Mechanic Simulator. Wäre cool, aber dann wird es langsam immer unfassender, das Spiel. Wohin eigentlich jetzt? Oder wo sind wir? Da sind wir an der Autobahnraststätte sind wir gefahren, okay. Fahren wir doch zurück zur Zentrale, aber wie... Ah, hier, da leuchtet schon der Auftrag. Ich denke, wir fahren auf der richtigen Seite, ja. Na, muss ja. Links neben uns auf die Autobahn, also sind wir ja logischerweise richtig. Hier ist nur 100 erlaubt. An alle Einheiten. Ich brauche jemanden, der einen gestohlenen Wagen verfolgen kann. Psst, wir sagen nichts. Annehmen. Annehmen. Boah, über muss man lange gedrückt halten. Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Mal schauen, wie weit er weg ist. Aber ich glaube, noch 400 Meter. Oh, das ist nicht mehr weit. Hä? 5,5? Ne, was ist denn jetzt? Welche ist das denn jetzt? Ist das dieser Van? Das ist dieser Van. Jetzt hab ich die Blinke angemacht. Was war jetzt? Anhalten geht nicht. Er muss, ja, der muss wieder brutal, ups, oh, hey. Ah, okay. Wieder einer, der ein bisschen aggressiver unterwegs ist. Ich stelle Sie unter Arrest, weil Sie sich der Polizei widersetzt haben und mit Ihrem Fahrzeug geflohen sind. Bitte was? Ich habe nicht mal bemerkt, dass Sie hinter mir hergefahren sind. Nö. Bei uns wäre schön, wenn Leute festgenommen werden, eine schöne romantische Musik dazu. Bringe den Verhafteten zur Station, das ist eine Frau. Bringe die Verhaftete zur Station, bitteschön. Auch eine interessante Fahrweise. Man kann ja nicht mal anhalten, ich kann gar nicht aussteigen aus dem Auto. Aber solange die Mission läuft, sowieso wahrscheinlich. Kein Funkspruch, wir haben jemanden festgenommen oder sowas. Nix. Nö, wozu? Spiegel blinken. Stoppschild überfahren. Ich habe gerade gesehen, immer wenn ich an so einem Top-Secret-Teil oder keine Ahnung, so Warndreieck oder wie hier Aussicht vorbeifahre, erscheint F1. Vielleicht reicht es ja nur zu drücken und dann ist es schon eingesammelt. Also brauche ich gar nicht auszusteigen vielleicht.
Hat nicht viel mit GTA gemeinsam, ne, im Moment, die Fahrweise. Nicht viel, wirklich. Ja, jetzt fahren sie noch langsamer, weil ein Polizeiauto da rumfährt. Man kennt es, da kommt ein Engine. Guck, ob jetzt wieder F1 aufschalt. Oh, F1 ist im Ende. Oh, cool. Oh, okay, Kopfdrehung ist ganz, ganz langsam. Ich bin mal gespannt, ob ich das aufs Brot geschmiert bekomme, wie ich jetzt gerade hier fahre. Es ist 70 erlaubt, bin mit 120, hier habe ich ja überholt. Wir haben keine Warnsignalfahrt. 70 ist hier eigentlich aufgehoben, aber es wird immer noch angezeigt, komisch. Ja, hier ist wieder 70. Oh, die Steuerung ist echt ätzend. Bei Rot über die Ampel. Ich bin mal gespannt, was da gleich kommt. Vielleicht kriege ich jetzt direkt, wenn wir die Dame abgeliefert haben, direkt eine Entlassung oder sowas. Oder zur arbeitsmedizinischen Untersuchung, ne? Kann ja auch sein. Oh, ich kann gerade doch ein bisschen, kann man sehen. In den Rückspiegel müssen wir eigentlich die Dame sehen, aber geht auch nicht. Ist das eigentlich Automatik? Ne, kann man nicht nach unten gucken. Geht nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Ampel da vorne ist doch aus, oder? Man sieht hier gar nichts. Da sind wir schon an der Wache. Okay. Auswertung 325. Multiplikator leicht. Okay. Das war noch leicht. Okay. Zeigt ihn jetzt der Vogel und er hat schon Kopf gekratzt, ne? Na gut, gehen wir mal gucken, was für Aufträge kommen. Nicht lang rumquatschen. Wir haben ja schon gelernt, wo sie sind. Da ist wieder Verfolgungsjagd. Da ist wieder ein Unfall mit Straßenabsperrung. Oh, wieder die Kühe. Die bleiben da hängen. Nee, niemals mehr. Also, oh. Kleiner Unfall? Ja, okay. Machen wir doch. Kommst du mit? Jetzt habe ich schon so oft dahinter geguckt. Ich habe Angst, dass ich mich dran gewöhne. Mach's gut, Margot. Licht lassen wir an, sehe ich gerade, das ist praktisch. Es ist direkt wieder jetzt in F1. An alle ja. Einheiten. Uns wurde ein Auffahrunfall gemeldet. Ursache unbekannt. Wer kann das übernehmen? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Kollege, du musst für mich links und rechts gucken. Ich sehe hier nichts. So schnell kann man den Kopf gar nicht bewegen, das ist unfassbar. Ah.
So, mit Vorsicht überholen. Uiuiui. Ah, da ist ein Stau. Nein, nein, nein. Oh Gott, nochmal, ey. Das gibt's doch nicht. Da geht aus. Mensch, Martinson Ausmann geht rechts blaulich aus. Ist auch komisch. Ja, da müssen wir hin. Na, okay. Fast gut. An einem Unfall müssen sie bestimmte Aufgaben genommen werden. Unfallsicherung, Unfallfotos, Unfallskizze. Beweissicherung, Befragung der Zeugen, das habe ich schon mal gelesen. Bezeugung und Beteiligung, ist klar. Aber die Unfallsicherung, da hat doch was gefehlt. Sieh dir den Unfall genau an. Du kannst in der Nähe der Fahrzeuge oftmals Beweisstücke finden. Du interagierst mit Beweisstücke durch F. Das ist klar, wenn du Beweisstücke... Telekopie in Wahrheit und aufzudecken. So, erledigt die Sprüche und Partner an, als abzuschließen. Okay. Ja, was macht man dann eigentlich zuerst? Ne? Straßensicherung. Und, ihr wisst es gleich auch noch, die, na, die Weste haben wir ja an. Die haben wir gar nicht abgezogen, glaube ich. Praktisch, ne? Da haben wir sie gleich dabei. Oh, jetzt brauchen wir hier sehr viele. Kann er auch rückwärts gehen? Nee, oh, der dreht sich immer in die Richtung, wo ich gehe. Oh, das dauert, wird wieder eine lange Mission. So. Na komm schon. Einer noch. Der hat bestimmt 500 Stück in der Hand oder sowas. Ne? Auf einmal. Das geht bestimmt. So, das legen wir wieder ab. Besen brauchen wir noch keine. Jetzt müssen wir erstmal sprechen. Sicher den Unfall. 5 von 6. Ach, ich muss... Die Hütchen alle. Okay, jetzt verstehe ich. Das war auch das Problem vorhin. Ein Hütchen mehr und der wäre es gut gewesen, ne? Da, siehst du? Ja, da haben wir die auch sehr sauber hingestellt, aber gut. Achtung. Ja, 6 von 6. Aber sichere den Unfall ist immer noch nicht ganz fertig. 45%, keine Ahnung. Oder ist das, weil sie nicht schön stehen? Sprich mit Beteiligten erstmal, komm. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Wir hatten offensichtlich einen Unfall. Wer hat dich denn gefragt? Ich saß auch mit im Auto, aber du bist nicht gefahren. Yep. Jetzt beruhigen wir uns doch alle mal. Beruhigen? Wie denn? Unser Auto ist reif für die Schrottpresse. Du hast doch auch schon mal was kaputt gemacht. Also tu jetzt bloß nicht so. Aber nichts davon war jemals so teuer wie ein Auto. Jetzt hätte ich gerne ein paar Snacks. Oh, na das macht es ja gleich so viel besser. Dann erinnere ich dich jetzt an deine eigenen Worte. Ich bin nicht gefahren. Das reicht. Jetzt hören Sie mir zu. Da Sie einen Unfall hatten, werde ich Sie nun befragen müssen. Na dann fragen Sie schon. Sie scheinen beide ziemlich gereizt zu sein. Mhm. Das ist Ihnen also aufgefallen, hm? Ja. Bitte versuchen Sie ruhig und sachlich zu bleiben. Ich bin nicht Ihr Feind. Ich will nur wissen, was hier vorgefallen ist. Hatten Sie schon während der Fahrt Streit? Nach was sieht's denn aus? Könnten Sie bitte einfach auf die Frage antworten? Ich möchte nicht spekulieren, sondern Tatsachen aufdecken. Wir hatten offensichtlich einen Unfall. Oh ja, schon wieder. Halt mir das nur noch öfter unter die Nase. Ist doch wahr! Ruhe! Wenn Sie nicht dazu in der Lage sind, sich vernünftig mit uns zu unterhalten, können wir dieses Gespräch auch gerne in einem geschlossenen Raum fortführen. Dann werden Sie dort befragt, und zwar getrennt voneinander. Haben Sie sich nun schon während der Fahrt gestritten oder nicht? Der ganze Unfall wäre doch nie passiert, wenn man mir nicht ständig mit jedem Mist die Ohren vollgequatscht hätte. Echt jetzt? Du behauptest, ich wäre an allem schuld? Natürlich! Ohne dein ständiges Gemoser wäre doch nichts passiert.
aber du hältst ja nicht mal für eine Sekunde lang den Mund. Wie soll man sich denn so aufs Fahren konzentrieren? Oh, ja, ja, ja. Ich denke, oh, wir haben genug gehört. Ja. Das sieht ja recht eindeutig aus. Das geht jetzt aber auf deine Kappe. Ich? Geht's noch? Ich glaube, wir lassen die beiden dann mal allein. Oder willst du noch irgendwas fragen? Ich hätte da schon noch ein paar Fragen. Tu, was du nicht lassen kannst. Gut, dass Sie Ihre Warnweste tragen. So werden Sie von anderen Verkehrsteilnehmern nicht so leicht übersehen. Oh. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Nicht wirklich, nein. Danke für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich weitere Fragen habe. War das alles? Eine trägt Warnweste, nur eine. Oh Gott, okay. Oh, war das noch eine Ölspur? Muss man das auch fotografieren? Nee. Warum muss eigentlich der Auspuff fotografiert werden, wenn da so ein Stück Auspuff liegt? Ja. Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Hä? Was war das, ein Bandana? Für unbegrenzte Munition oder was? Keine Ahnung. Foto geht nicht mehr. Achso, jetzt geht gleich die Skizze los. Ist dann... Aber die Unfallskizze. Ja gut, dann machen wir das erstmal. Das Auto steht hier. Da steht der schon eigentlich, ne? Genau. Der Auspuff, der lag da vorne. Jo, das war schon, ne? War easy. Ganz easy. Okay, aber sichere den Unfall, da steht 45%. Was ist dann? Sind die Dinger nicht sauber hingestellt oder was ist dann das? Okay, egal. Mit ihr habe ich schon, das mache ich schon mal mit ihr weiter. Hallo, erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Oh, das hängt ja wieder von vorne an. Wir hatten offensichtlich einen Unfall. Wer hat dich denn gefragt? Ich saß auch mit im Auto, aber du bist nicht gefahren. Tief durchatmen, wenn Sie sich soweit beruhigt haben. Ich will mich aber nicht beruhigen. Das Auto ist Schrott. Du hast doch auch schon... Aber nichts da... Jetzt hätte ich gerne ein paar... Dann erinnere ich dich jetzt... Oh nein, Ruhe. Jetzt, jetzt ganz hören Sie mir zu, da Sie einen... Na dann... Ich muss das mal kurz überspringen. Gespräch Danke beenden. Für Ihre Aussage. Ich melde mich, wenn ich ja, weitere Fragen Ja, ja, haben habe. Wir schon mal. Komm. Sichere den Unfall. Also irgendwie... Keine Ahnung, ich habe die zweite Person angesprochen, aber es kam gleich dasselbe. Ich versuche meinen siebten Sinn noch einmal hier zu aktivieren. Da stehen zwei Rettungswagen. Warum stehen die eigentlich da auch dahinter? Also irgendwie haben die Rettungswagen also ein Problem. Sollen wir was so finden? Im Auto vielleicht? Fange ich hier an, wieder zu sichern, weil ich habe das Gefühl, dass da irgendein Hut vielleicht so weit weg steht oder keine Ahnung. Nochmal hochheben, bis man die Markierung sieht. Ja, 53% tatsächlich gibt es da schon. Könnte ich das irgendwo woran erkennen? Ich weiß ja nicht. Das wird schon wieder ein bisschen mehr. Jetzt glaube ich nicht. Jetzt fange ich an, hier an einen Punkt weiter zu basteln, der ja eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist. Ne? Aber ich habe 6 Stück. 2, 4, 6. Da muss in jedem Feld müssen 2 Stück stehen. Jetzt glaube ich, jetzt habe ich es. Das ist immer 2 Hütchen. So eine Fahrspur absichern. Dann ist es wahrscheinlich auch egal, ob sie gerade stehen oder nicht. Nee, wieder 58%. Oh.
Ich spreche mal mit meinem Kollegen, ob es jetzt hier wieder vorbei ist. Können wir los? Nein, ich brauche noch einen Moment. Ach so, nee, das... Ja, ich könnte jetzt tatsächlich noch ab... Aber das ist doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein. Das Auto steht da rum. Ein Funkspruch, dass es abgeschleppt wird sowieso. Die Teile. Die müssen auch bestraft werden eigentlich, ne? Oder wie auch immer, da muss sowas aufgenommen werden. Personalie oder sowas. Warum wird das nicht gemacht? Kann man das irgendjemand sagen hier? Soll ich mal den Besen rausholen? Vielleicht nutzt der was da vorne bei dem Öl. Aber das würde doch hier stehen. Na, kann ich den Besen auswählen oder nicht? Ich könnte noch eine Warnweste rausziehen, kann ich die natürlich, ja. Ich glaube, die werden gar nicht aufgesammelt von uns, oder? Kann ich die? Doch, das ging. Ja, langsam wird es schwerer, ne? So. Ups. Aber da bin ich auch in Zukunft bei andere weitere Missionen gespannt. Sichere den Unfall, ja, dann habe ich es geschafft, die alle jetzt hinzustellen. 1 von 6? Wieso? Da ist ja noch gar keiner hier. Das Kofferraum wieder zu. Dann legen wir die ab. Ah, der Kollege macht sie auch gleich weg. Super, ich mache für alles die Arbeit. Genau im Gegenteil wie bei der Feuerwehrsimulator, ne? Jetzt fertig? Wir können los. Was hast du herausgefunden? Keine Ahnung. Dass man besser nicht fahren sollte, wenn man sich gerade an die Gurgel geht. Die zwei haben sich so heftig gestritten, dass darunter die Konzentration der Fahrerin gelitten hat, sodass es dann zum Unfall kam. Also pass besser auf, dass du dich von mir während der Fahrt nicht provozieren lässt. Sonst passiert uns womöglich etwas Ähnliches. Ja. Vielleicht solltest du dann ganz einfach aufpassen, was du zu mir sagst. Wäre auch eine Möglichkeit. Oh, was ein Text? Oh nein, Leute. Gute Arbeit, Partner. Auswertung, beste Reihenfolge, das war gut. Ist nicht eingehalten worden. Richtige Auflösung mit Geständnis. Kurze Zeit später. Und alle sind so weg. Und wir stehen immer noch da. Die Autos fahren weiter. Jo. Nochmal rein in die Karre. So, jetzt will ich ganz schnell sehen. Ne, ich muss ein Stück vor. Genau. Guten Tag, Polizei. Komm, geh mir aus der Füße. Oh, das gibt's doch nicht. Steht er mir in den Füßen. Jetzt geh ich außen rum. Achso, ich muss hier ein Foto machen. Mit dem Diensthandy, naja. Okay, ein Wahrzeichen haben wir. Wir sind also offensichtlich im Ruhrpott, ne? So wie es aussah. So, ich würde sagen, wir fahren die Karre zurück. Bleibt ihr mir wohl gesonnen. Sehen wir uns bald wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf mich. Also dann vielen Dank und ciao, ciao, ciao.